Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Night of the Rabbit. In der letzten Folge haben wir unserem lieben Zwerg den Blausaft mit Zwergenschnupfenmedizin verpasst. Ich weiß gar nicht. Wir haben hier noch leeres Blauflassfässchen und Becher mit Aufdruck. Wir können in die Läden und wir müssen sich bei Anja jetzt bedanken für das Ganze. Sehr interessant. Tatsächlich, eine Abkürzung. Hätte mir das nicht früher jemand sagen können? So, dann betätigen wir mal die Glocke. Glöckchen! Sekunde. Willkommen zurück. Wegen des Blausafts. Wie wunderbar! Ullis Medizin wirkt bestimmt. Meine Kunden fragen schon seit Tagen, wann es wieder Blausaft gibt. Und für das vorgezogene Wipfelfest werden wir viel Blausaft brauchen. Wegen des Blausafts. Wie Ullis Medik, meine Kunden. Wegen des und für. Okay. Spät. Pass auf dich auf. Gut, dann werde ich jetzt was machen, dass der wach wird. Ich hole mir jetzt Kaffee. Geh durch die Abkürzung, dann dürfte der eigentlich nicht einmal abkühlen. Dann dürfte der nicht abkühlen und dann kann ich das dem Zwerg geben. Dass der gleich mit Blausaft schade, beginnt. So. Ich glaube, das wäre jetzt gerade die logische Schlussfolgerung. Langweilig. Kaffee hilft da nicht. Ein paar Tropfen sollten reichen. Bringt das irgendwas? Der schnarcht trotzdem weiter. Kann ich mit dem jetzt noch reden? Klingt, als ob er Bäume zersägt. Nein, den behalte ich. Wir brauchen viel Blausaft. Pinnwand. Nicht vergessen, bei den Dachsen für Rhabarberkuchen revanchieren. Soll ich jetzt irgendwie selber Blausaft machen? Das kann ich alles nur angucken. Aber die haben doch das Ding da. Der Zwerg glaubt jetzt schon, dass ich ein da knack ich besser nicht. Was ist denn hier oben? Hier oben kann ich nichts machen. Hat so auch nichts. Nichts. Kann ich Käse in den Kaffee? Nein. Hagebutten sind cool. Die klebt so. Okay. Nein, den. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Aber Blausaft. Nein. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lesen kann. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Walschrat gehört? Wäre interessant. Wie komme ich zu dem? Jetzt kommt wieder, dass der Kaffee abgekühlt ist. Das ist mir aber gerade egal. Da müsste ich hier lang. Mein Kaffee ist abgekühlt. Ja, das denke ich mir. Nein, ich passe besser drauf auf. Oder ich frage den Marquis, ob es ihm gehört. Der ist aber hier. Nein, ich passe. Nein. 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 Okay. Dann weiß ich nicht, für was man abgekühlten Kaffee mit Baldrian-Tropfen braucht. Jetzt ist mein Becher leer. Zu den Zwergen. Aber der pennt ja. Aber wo sind die anderen Zwerge? Er sagt, zum Kaffee, er ist langweilig. Einmal.
Schade, dass ich kann. Nein, sie ist magisch. Das könnte nach hinten losgehen. Nein, sie ist. Nein, sie ist. Okay, dann halt nicht. Nein. Da steht Cola drauf, das sehe ich gerade das erste Mal. Und wir müssen Plato dem Frosch noch helfen. Und das abzutauen. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt. Das. Das bringt nichts. Ich bin besser vor. Ist hier drin ist sonst noch was? Großes Schwungrad. Die Maschine läuft wieder. Auf dem kleinen Schild steht Blausaftmaschine. Ein Patent der Wald. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Blausaft. Auf dem kleinen Schild steht Blau. Da draußen kann man den Wasserfall sehen. Ist hier noch irgendwas? Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nur so groß wie eine Maus. Aber du willst es mitnehmen, oder was? Stimmt, das könnte gehen. Aber jetzt bringt das noch nichts. Ach, noch nichts. Okay. Enorm große Rübe. Kam da eine Hand? Na. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal Plato irgendwie helfen müssen. Das Vorderrad ist festgefroren. Unglaublich, oder? Aber an diesem Baum hier war das Klima in den letzten Wochen schon immer etwas seltsam. Jetzt hat es da oben sogar angefangen zu schneien. Ich habe so viel zu tun, aber ohne mein Postfahrrad... Die Post ist eh... ist abgekühlt. Ja, kann man den hier drüber schütten? Wenn das da auch noch festfriert, kriegen wir das Rad gar nicht mehr frei. Oh nein, da... Okay. Nein, ich bin... Ein Stopp bringt hier nichts. Was denn dann? Okay. Na, bleib da. Das braucht keine besondere Würze. Hätte aber sein können, dass es hilft. Hagebutten. Da muss man nichts abzapfen. Da muss man nichts abzapfen. Und mit Baldrian? Wenn das da auch... Oh nein. Okay. Das bringt nichts. Es bringt irgendwie hier alles nichts. Habe ich jetzt schon alles ausprobiert? Käse? Hier ist so viel Zeug und du kannst eigentlich nichts machen. Da komme ich nicht dran. Ich bin besser vorsichtig. Das muss nicht gelöffelt werden. Kann ich das weglöffeln? Das muss nicht gelöffelt werden. Mich interessiert da was. Das ist doch das gleiche Zeichen, das ich in meinem magischen Brief gesehen habe. Das Zeichen der Baumläufer. Vielleicht hat jemand das hier hinterlassen, weil es in der Nähe ein Baumportal gibt. Mit der Nachricht gehe ich lieber vorsichtig um. Okay. Nein, sie ist mal. Es ist hier aber... Das ist der Stiefel. Der Wegweiser. Überflutetes Gebiet.
Der große Fluss da hinten ist über die Ufer getreten. Sieht so aus, als hätten die Bewohner ihre Häuser verlassen. Ja gut, das hat mehrere Stellen. Das Gebäude ist eingestürzt. Das sieht aus, als hätte jemand die Decke und Wände einfach auseinandergehackt. Gruselig. Ja, das waren auch die komischen Viecher. Notiz, das haben wir auch schon. Der große sieht. So haben wir auch schon alles. Hübsche Blume. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Ja gut, da haben wir eine mitgenommen. Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Nicht? Das braucht keine besondere Würze. Mich? Ich bin besser vor. Jetzt habe ich da alles ausprobiert, da alles ausprobiert. Hier komme ich nur zu dem komischen Typ dann, der was mir sagt, wir sind angekommen. Kann man sich die Statue nochmal? Soll man damit jemanden rufen? Glaubst du, mag der Kaffee? Kaffee hilft da nicht. Und Kaffee mit Baldrian-Geschmack? Ein paar Tropfen? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich stehe gerade voll am Schlauch. Da hängt eine Nachricht an der Tür. Bin auf großer Forschungsreise über die Gewässer dieser Erde. Erwartet mich in 3 Monaten zurück. Liebe Grüße, Spitzweg. PS, zu meiner Rückkehr würde ich mich sehr über Anjas vorzüglichen Kürbiskernkuchen freuen. Sehr nett von ihm. Der lässt mich sicher keine... Pfoten weg! Die Kanone muss für den nächsten... Stell dir nur vor... Meistens fliegen sie... Ich muss auch... Hallo! Ich bin zum... Okay. Das klingt schrecklich. Also... Auch... Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir das schon mal ausprobiert haben. Ich weiß, ich habe den Becher jetzt schon sehr oft entleert. Ich bin mir nicht sicher, ob man den nicht doch einschläfern können. Also einschläfern klingt jetzt verdammt böse, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schade, dass ich keinen Kaffee mache. Ja, ich trinke auch keinen Kaffee, außer kalten Kaffee. Ein paar Tropfen reichen, dann Stadtmitte. Dann gehen wir wieder zu den Stadtmauern und fragen ihn, ob er Kaffee mag. Den könnte ich nachts gut gebrauchen. Da kann ich kaum die Augen offen halten. Aber nachts hat Anjas Café ja geschlossen. Ach, hätte ich nur nicht diese extra Nachtschichten übernommen. Eine Kanone, ganz wie aus einem Piratenfilm. Arr! Ich bin Jerry Hasselbart. Pfoten weg. Nicht einmal, besonders nicht. Die Kanone. Nicht auch. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Bevor ich mich hier jetzt zu Tode suche. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.